Freunde, willkommen zurück. Seven Days to Die, PlayStation 5. Ja, was steht heute an? Wir wollen auf jeden Fall mal nach unserer Ernte gucken, die ist soweit fertig. Und dann werden wir auf jeden Fall, wie in dem letzten Teil angekündigt, mal gucken, was die Minen so für Secret Loots entbehren für uns. Deswegen fangen wir aber erstmal mit unserer Ernte an. Wir haben von allem, soweit ich weiß, 10 Pflanzen gepflanzt, außer hier diese komischen roten Beeren. Ne? Alles andere haben wir, soweit ich weiß, oder haben wir die sogar auch 10 mal? Ich weiß gar nicht. Ich nehme es einfach mal auf. So. Ich glaube, das haben wir alles 10 mal hier gepflanzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, das passt auf jeden Fall. Wir haben alles 10 mal gepflanzt, bin ich mir ziemlich sicher. Ich ernte den, ja, die Ernte jetzt eigentlich. Und dann werden wir sehen, wie viel wir aus 10 Samen eigentlich letztendlich jetzt rausgekriegt haben. Und zwar 36 Stück. Na, das ist natürlich, man merkt, Dünger lohnt sich. Ne? Ebenso mit dem Mais. Da gucken wir mal, wie viel das jetzt insgesamt ist. So, da ist noch Mais, da ist Mais und hier ist Mais. Das sind 46 sogar. Ja. Und hier auch Kartoffeln. So, Kartoffeln sind leider nur 34 geworden. Das ist natürlich auch... Ihr seht, der Dünger ist natürlich ungleichmäßig verteilt. Aber Freunde, hebt Dünger auf, stellt Dünger her, damit ihr einfach nicht in die Bredouille kommt und irgendwann kein Nahrungsmittel mehr habt. Ne, das knatter ich jetzt einfach hier rein. Ja. Und hab damit jetzt erstmal einen guten Vorrat, sage ich jetzt mal. Ja. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Also, wie gesagt, wir schauen uns einfach mal an, wo wir denn hier eine Mine haben. So, diese Sachen sind übrigens random, also man kriegt nicht in jeder Mine immer das gleiche, wäre irgendwie öde. Na, deswegen, wir fahren erstmal die nächste Mine oder die am nächsten gelegene Mine ist hier hinten bei dem Trader. Da düsen wir jetzt erstmal hin. Und dann müssen wir auch weiter gucken. So. So. Also, ich fahre jetzt erstmal zu einer Mine hin und dann erkläre ich euch, woran man das jetzt genau erkennt, eben, dass es sich um eine Mine handelt, also wie man das auf der Karte sieht, dass es eben eine Mine ist. Und dann mal gucken, dass wir vielleicht ein oder zwei Minen vielleicht abklappern. Mal gucken. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was wir in der ersten Mine finden. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Spiel schon mal, also in diesem Spielstand wohlgemerkt, also in dem Spiel war ich schon in jeder Mine. Am coolsten persönlich finde ich, wenn man eine random erstellte Map hat, können wir auch mal machen demnächst, weil irgendwann wird das hier auch relativ ausgelutscht sein. Alter, was war das denn? Und dann kann man ja nochmal von vorne anfangen. Aber da sollte schon ein bisschen Zeit dazwischen liegen, finde ich persönlich. So, jetzt will ich mal gucken. Hier, also dieses komische Gebilde hier, was so ein bisschen aussieht wie so ein Karo-Feld, das ist eben diese Mine. Ja, und da fahren wir jetzt einfach mal hin. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen nach Westen fahren. Ich sehe es wieder nicht wegen dieser blöden Uhr. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist das Richtung Westen. Ja, wir kommen der Sache nicht näher. Wir müssen
südwestlich fahren. Beziehungsweise mehr südlich als westlich. So, Alter, hier ist so ein richtig schönes leerstehendes Herrenhaus. Ja, sieht schon fresh aus auf jeden Fall. Jetzt muss ich nochmal gucken. Nicht, dass wir daran vorbeifahren. Nein, ist noch ein kleines Stückchen in diese Richtung. So, hier ist eben diese Mine. Ja, die sticht halt so ein bisschen heraus, weil hier so Hügel sind und natürlich Hunde, ne? Selbstverständlich bei jeder guten Mine gibt es eben auch Hunde, die diese Mine beschützen. Selbstverständlich. Sonst wäre es eben kein Zombie-Spiel. Aber wenn ihr ein Moped habt oder eine Schotti, ballert sie einfach ab. Ich werde jetzt einfach umbügeln, wenn ich sie finde. Da ist einer. Das hat natürlich jetzt semi gut geklappt. Aber was soll's? Wir düsen einfach hier noch eine Runde drumherum, steigen ab, nehmen die MP. Und schießen dem Hund. Okay. Ja, wo ist der Drecksack? Oh, ich muss nachladen. Da ist der Scheißköter. Komm her, dem schieße ich jetzt hier schön mit so einem. Was? Jetzt kommen seine Buddies hier, die das alle nicht so witzig finden. Den habe ich erwischt. Der ist an mir vorbei. Den habe ich erwischt. Jo. Wo ist der Drecksköter? Komm her, Junge. Boah, Alter. Das ist der Grund, warum ich diese scheiß Hunde hasse. So. Schnell verarzten. Also Hunde am besten mit einer Pumpi. Ist einfach, also mit einer Schrotflinte, ist einfach das beste Mittel für diese Scheißköter. Ah, Zombiehunde, ey, das Schlimmste, was es gibt. So, Freunde, es gibt immer einen Weg, hier runterzukommen, ohne sich das Bein zu brechen. Immer der simpleste Weg. Ach, guck mal, hier waren wir sogar schon drinne. Weil man sieht eben, dass hier die Türe offen ist. Hier waren wir dann tatsächlich schon mal drinnen. Aber ist nicht schlimm, der Loot ist wieder vorhanden. Wir schauen einfach mal nach, was es hier Schönes gibt. Ein bisschen Muni, Sam hat nichts hier. Jawohl. So. Ich glaube, so eine Holztruhe steht hier gar nicht rum. Hier geht es halt einzig um und alleine um die. Hallo? Ist hier jemand in der Mine? Hier geht es eigentlich nur um die Munition. Das hat sich auf jeden Fall ein bisschen gelohnt, wenigstens ein bisschen. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo denn die nächste Mine war. Also ich denke, wir könnten vielleicht im Schneebiom ist eine, also es gibt eigentlich in jedem Biom, soweit ich weiß, eine Mine. Schneebiom ist die irgendwo hier oben. Da düsen wir jetzt einfach mal hin. Also wir fahren jetzt Richtung Norden, aus dem Süden weg, Richtung Norden und schauen einfach und hoffen einfach mal, dass es da was Schönes zu looten gibt. Also ich weiß, die krasseste, glaube ich, die krasseste Mine ist die im Sandgebirge tatsächlich. Ich glaube, das ist wirklich, also in der Wüste, das ist, glaube ich, die beste. Aber war es die im Schnee? Ich habe keine Ahnung. Sowas merkt man sich halt nicht. Man freut sich, dass man dieses Artefakt, nenne ich es jetzt einfach mal, gefunden hat. Aber letztendlich, A, bringt es halt eigentlich nichts, das Ding. Und B, merkt man sich halt auch nicht, wo das herkommt. So, Supply-Box da hinten irgendwo. Oh, da hinten fällt sie runter. Oh, unbekanntes Territorium. Werden wir aber auch nochmal erforschen. Da gibt es nämlich einen coolen Trick. Den will ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Deswegen schön abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und eben auch.
Tipps und Tricks nicht verpasst, Freunde. Weil dieses Spiel, das ist echt, also Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal ein Spiel so gefesselt hatte. Weil das spiele ich jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich das spiele. Und es macht einfach immer noch Spaß, das ist Wahnsinn. Ja, ich meine, Assassin's Creed zum Beispiel, habt ihr es ja beim letzten Video gesehen, glaube ich, dass es installiert worden ist. Habe ich auch alle Teile für Konsolen, beziehungsweise das erste sogar auf dem PC durchgespielt. Ja, mittlerweile denke ich mir so, ja gut, sollten sie lieber nicht jedes Jahr eins rausbringen, sondern einfach, ja, sich vielleicht mal ein bisschen mehr Mühe geben bei den Teilen und dann. Alter, wow! Ach du Scheiße, das hätte, wow, auch ganz anders ausgehen können. Aber wir haben es gepackt. Problem ist jetzt hier nur irgendwie. Irgendwie habe ich hier verkackt, ne? Warte mal, vielleicht kann ich hier mal irgendwo mal meine Map aufrufen. Achso, wir sind quasi hier. Also an sich war das schon eine richtige, richtig gute Richtung. Aber leider habe ich den Fluss vergessen. Das Wege müssen wir jetzt mal gucken. Vielleicht fahren wir hier hinten wieder auf dieser Hauptstraße. Wir sind so zügig unterwegs. Müssen echt aufpassen, dass wir nicht geblitzt werden. Das Moped müssen wir dann auch mal ein bisschen upgraden auf jeden Fall. Also die. Man kann das Moped nicht in dem Sinne upgraden, dass man jetzt sagt, oh geil, ich mache da jetzt irgendwie eine Lanze vorne dran. Das fände ich richtig geil. Das glaube ich bei dem neuen Seven Days to Die, glaube ich, ist das sogar so. Gucken wir jetzt hier richtig. Ja, ich kann hier lang und dann da oben rechts. Bei dem neuen Seven Days to Die, beziehungsweise auf der PC-Version, die ja aktuell immer noch geupdatet wird, ist es tatsächlich so, dass man da viel mehr Möglichkeiten hat. Also wenn ihr einen leistungsstarken PC habt, gönnt euch das auf jeden Fall auf dem PC, könnt ja trotzdem Gamepad anschließen oder so, damit ihr ja das Feeling trotzdem beibehalten könnt. Aber man hat halt einfach wesentlich viel mehr Möglichkeiten auf dem PC, weil da so viele Updates kommt. Es gibt Strom, es gibt ja strombetriebene Fallen, es gibt viele verschiedene Fahrzeuge. Ich glaube, die Map ist viel, viel größer. Weil man da halt auch eben Hubschrauber haben kann, ja, oder so einen so richtig geilen Geländewagen. Das ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Aber ich denke, es macht es wahrscheinlich auch nicht einfacher, sage ich mal so. Ich denke, den Einstieg mit diesem, mit der PlayStation-Version ist vielleicht ganz cool, um einfach mal reinzukommen in das Spiel. Aber wenn man dann sagt, geil, ich hätte noch mehr Features, denke ich mal, ist auf jeden Fall Seven Days to Die auf dem PC, wenn man einen PC hat, wo es dann eben auch gut drauf läuft, weil tatsächlich braucht man für dieses komische Spiel, oder eben so eine Supply-Box. Warte mal, Freunde. Oder eben eine Supply-Box. Braucht man für dieses Spiel, was auch eine relativ bescheidene Grafik eigentlich hat, einen guten PC, sage ich mal. Ja, also, ja, wo ist denn diese Supply-Box? Ach, da vorne ist sie. Braucht man eben halt auch einen guten PC. Ja? Und ja, ich habe einen Laptop, aber der reicht gerade so fürs Homeoffice. Also von daher, gönnt euch das, wenn ihr einen guten PC habt, auf jeden Fall. So, wo steht denn das Moped? Da steht's. So, los geht's. Weiter geht die wilde Fahrt, Freunde. Ab ins Schneebiom. So. Ich hoffe, dass da jetzt eine richtig geile Truhe ist mit diesem Artefakt eben drin. Ich bin mal gespannt. Ich will dann auch mal den Sound herstellen, weil da kommt dann eben auch so ein spezieller Sound. Das werde ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken, wo ich jetzt hier zu Hause bin. Ich bin hier, das heißt, ich muss da hochfahren. Ich glaube, da war ich hier so kurz vor diesem, vor dem Ende sozusagen. Wo ist denn hier die blöde Straße? Ach, hier ist die blöde Straße, ne? Das ist die blöde Straße.
Und mit meinem Glück fahre ich doch ja gleich wieder in die tote Zone, genau. Jetzt geht es nämlich hier rechts ab. Und da muss man jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass man hier eben die Ausfahrt nimmt, weil wenn ihr gerade ausfahrt, Freunde, dann fahrt ihr direkt in die tote Zone oder in die Sperrzone. Dann war's das mit euch. So, jetzt sind wir hier zu Hause ungefähr. Ich denke, wir fahren jetzt einfach mal hier links. In der Hoffnung, dass die irgendwo hier jetzt gleich erscheinen wird. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt da in die rote Zone zu fahren. Aber ich schätze, wir sind gleich in der roten Zone, also in dem kritischen Bereich. Ja, da seht ihr schon, Freunde, hier ist eben diese Grenze. Ach, hier. Also hier ist die Mine, Freunde, und hier ist direkt diese Grenze. Hier ist Shotgun Messias, glaube ich, ist das. Und hier ist irgendwo noch so ein Pass and Gas, ne, damit ihr euch orientieren könnt. Da hinten steht auf jeden Fall auch schon wieder so ein Drecksköter. Den werde ich richtig schön von hier hinten mit der Armbrust amateurhaft killen. Das war nur so semi-gut. Reagiert doch wenigstens mal. Der da war scheinbar gar keinen Bock drauf, der Köter. Wo ist der jetzt hin? Wo ist der hin? Ich nehme mal The Coil. Guck mal, da ist halt der Drecksack. Oh, da ist was. Da renne ich eigentlich weg, ich habe da eine Keule. So, seht ihr, Freunde, wir sind immer noch gejagt. Den kill ich jetzt so. Zack. Und jetzt sind wir versteckt. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal hier. Was gibt's da? Nix. Baumstümpfe finde ich zum Beispiel richtig klasse. Weil da immer so eigentlich relativ cooles Zeug drin ist. Aber ihr habt gesehen, diesmal leider nicht. So, jetzt schauen wir mal. Gehen wir hier runter. So. Ich glaube, hier lag doch auch irgendwo so eine versteckte Kiste, oder? War es nicht in dem Biom hier? Das ist ein Stein, keine Kiste. Ja, hier ist auf jeden Fall der Eingang zur Mine, Freunde. Den werden wir jetzt ein wenig brutal aufbrechen. Zack. Zack. Man weiß ja mal nicht, was einen hier drin erwartet. Aber in der Regel sollte da nichts drin sein. Ja, hier ist auf jeden Fall so eine Kiste. Die werden wir gleich erstmal öffnen. Aber wie gesagt, ich wollte da mal den Sound auf jeden Fall ein bisschen höher stellen. Ja, also hier, da steht halt auch die Durchsuche Apachen Artefaktruhe. Ja, also das klingt ja schon ziemlich geil. Ich stelle mal den Sound höher, Freunde. Damit ihr einfach was von diesem Feeling einfach mal was mitbekommt. Weil das schon echt geil. Ja, mit dem Sound lasse ich euch dann jetzt alleine. Ich hoffe, dass das jetzt in eurer Einstellung nicht zu laut ist. Sollte meine Stimme, obwohl die bleibt ja gleich. Ja, was mache ich denn mal? Ja, ihr hört das ja jetzt hier beim Gehen. Ich hau hier mal was ab, damit ihr eben hört. Also hört mal zu, ob das jetzt, ne? Nicht, dass das jetzt euer Gehör komplett wegrammelt. Und wir öffnen jetzt diese Truhe. Ja, ihr habt es gehört. Und hier ist halt eben Tarzas Steinaxt. Tarzas Steinaxt ist ein seltenes und mächtiges Artefakt der Indianer. Die Apachen glauben, dass der Träger dieser Axt im Kampf unbesiegbar ist. Ja. Vielen Dank. Jetzt stellen wir das Ganze nochmal ein bisschen runter. So, also eigentlich könnte ich jetzt an dieser Stelle auch das Video beenden. Das geht jetzt schon 20 Minuten. Ist eigentlich lange genug. Ich hoffe, es hat nicht euer Gehör weggefetzt. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da, Freunde, damit ich weiß, dass euch auch solche.
Wo sind die denn ständig hier, wenn ich in diesen Minen rumhänge? Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, Freunde. Dann werde ich mal gucken, dass ich da noch mehr solche Artefakte finde für euch. Aber so viele gibt es davon halt leider in dem Spiel nicht. Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Easter Egg. Deswegen, ja, lasst einen Daumen da, ein Abo da. Würde ich mich riesig drüber freuen, Freunde. Oh, Alter, was ist denn jetzt hier los? Freunde, Hilfe! Mach dich weg. Und du, Wilhelm, geh auch weg, Junge. Ja, Freunde, an dieser Stelle, ich gehe raus in die Kälte und verabschiede mich mit einem freundlichen Bleibt gesund. Ich bin gespürt, ich hau ab und renne mein Leben. Und ihr bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.